Wenn ich das Fazit ziehen kann, ist, es gab am Anfang eine große Frage über, sind Drohnen und Flugtaxis eigentlich das Gleiche? Und die Quintessenz war, sind sie eigentlich nicht, aber sie sollen trotzdem wie ein homogener Bereich behandelt werden, da die rechtliche Komponente und auch die gesellschaftliche Akzeptanz sehr, sehr vergleichbar sind. Bei den Diskussionen über die Standards war die Quintessenz, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil wir brauchen Schnittstellen, damit Drohnen miteinander kommunizieren können. Und hier sind wir auf einem guten Weg. Es braucht aber noch mehr Zusammenarbeit und es braucht einen Hauptmotor, der diese ganze Entwicklung vorantreiben darf. Zum Thema Akzeptanz stehen wir immer noch ziemlich am Anfang. Meines Erachtens hängt es ein bisschen auch mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren, zu tun. Das verstehen zwar dann die Experten. Wir müssen, glaube ich, aber dieses Thema Drohne, Technologie übersetzen, dass es auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen und auch verstanden wird. Eine wichtige Quintessenz noch, es gibt eine große Akzeptanz, was die Technologie an sich betrifft, also dass Drohnen fliegen, dass Drohnen Bilder machen können. Wir müssen aber unterscheiden zwischen der Technologie und den einzelnen Applikationen. Sprich, was mache ich damit? Geht es darum, Zeitungen auszutragen? Geht es darum, aber Industrieanlagen zu inspizieren? Da ist noch ein großer Unterschied und auch ein großer Unterschied in der Akzeptanz.